Dieser Fall aus Rumänien lässt es einem eiskalt den Rücken runterlaufen. Laut aktuellen Medienberichten soll in einem Bukarester Krankenhaus während einer Operation etwas gewaltig schiefgelaufen zu sein. Bei der OP handelte es sich nämlich eigentlich nur um einen Routineeingriff an der Bauchspeicheldrüse. Die Operation sollte mit einem Elektroskalpell erfolgen, doch diese Tortur sollte die 66-jährige Frau nicht mehr überleben. Laut aktuellen Angaben soll sie auf dem Operationstisch sogar in Flammen aufgegangen sein. Danach hatte sie derart starke Verbrennungen, dass man nichts mehr für sie tun konnte und sie im Anschluss verstorben ist. Zu den Flammen kam es wohl, weil die Patientin an einer Iodallergie litt. Das Mittel wurde allerdings auf der betroffenen Stelle gerieben, um mit einem Elektroskalpell arbeiten zu können.